Willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Nach der großen Explosion werden wir uns erstmal zu dem, ja, zum, zu dem Wäschereiservice begeben. Mal gucken, ob wir da was Neues erfahren. Habe ich leider beim letzten Mal das Gespräch abgebrochen. Hübsch hier. Waren wir nicht schon mal ganz am Anfang? Ich glaube schon. Wir haben one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Er hat sich auch nicht geändert, wie es scheint. Number was J2620 Cole. Okay. Also das hier. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Ja. Dann rufen wir vielleicht mal schnell noch an. Operator, give me R&I. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Kangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks for your help. Tja, das hat leider nicht allzu viel gebracht. Was hätten wir? Mensch. Da noch an Orten. Ah, die Entschlüsseladresse hätten wir halt noch. Hm. Schauen wir uns die doch mal an. You know the way. You can drive. Die Frage ist, was bringt das jetzt? Ah. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Interessant, dann gehen wir mal hoch. Apartment 1, wenn mich nicht alles täuscht. 3. Gut, dann wird es wohl die andere Seite sein. Oh, das war schon auf. Wie praktisch. Hm. Somebody turned the place over. Better watch your step. Okay. Was haben wir denn hier alles? Oder blinkt wieder was? Like we have a match. Interesting dame, this Akamoto.
What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich glaube, der Kühlschrank ist auf. Ups. Do you think I could fit in there? I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. Okay. One of the head, one of the heart. Point blank. John Doe, ja, das ist wohl der amerikanische Name für einen verschiedenen, wo man halt nicht weiß, welche Identität er hat. Jeans Lindbergh. Very expensive watch, favored by Flyboys. I always wanted one as a kid. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Ja, das sind ja die verschiedenen Verhältnisse, in denen man aufgewachsen ist. Wann ist die stehen geblieben? Kurz vor neun, so 9:10. Was haben wir auf der Seite noch? Auf jeden Fall hübsch. Sonst können wir da erstmal nichts machen. Da liegt doch noch was, oder? Ah. Eine Krawattennadel, ob die zu dem Typ gehört? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Schön, noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Biggs, Edge 525. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. Probably a team from technical services as well. Ja. Und hier wurde er dann wohl an die Wand gestellt und hingerichtet. Dann dürfen wir, glaube ich, alles erledigt haben. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Detective Phelps, batch 1247, messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part? Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R-4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Wäre dann, glaube ich, unser nächstes Ziel. Euch lassen wir dann mal. Gucken, wann die Verstärkung eintrifft. Dann legen wir mal los. Can you drive to this one? All right. Where to? Komm, komm, mein Freund. Mr.
a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Right so, Biggs. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. We found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hand. You can't miss it. Oh, that's so nett. Who is Mapes? What's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work AdVice. Word is he runs fuckpads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Okay. Follow me. Oh, ein hübscher Wagen. Schauen wir uns doch mal hier drin noch um. Good day, miss. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the Spruce Goose. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Okay, dann fangen wir mal oben an. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Okay, ich glaube, da können wir mal nachfragen. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Was ist denn mit Okamoto? Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Da frage ich auch nochmal nach. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them for my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Ach, ich denke, da dürftest du ein bisschen mehr wissen, oder? We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is, whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Na, wir haben ja das Flugzeugteil. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. You want to take a look inside her? And her? Dann, ja, schauen wir uns mal an. Was haben wir denn hier Schönes? Trials. Be quick about it.
covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Mhm. Okay. Looks like Mape's office is in the far corner. Let's see what he's hiding. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Nö, aber vielleicht können wir mal... Wohl, warte mal. Was seid ihr denn? Dann gehen wir halt erst ins Büro, wenn du unbedingt meinst. Dumm-di-dumm-di-dumm. Mhm. Eine Knarre. Na gut, als Sicherheitschef ist das sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich. Okay. Was sind das? Zigaretten wahrscheinlich. Doesn't tell me anything. Mhm. Glaube ich auch mal lassen. Wer seid ihr denn? Have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Okay. Knuffig. So, dann will ich mal gerade gucken, hat er das mit dem Öl mitgenommen? Krawattennadel. Ich glaube nicht. Da muss ich nochmal runter. Und mir das nochmal genauer anschauen. Sonst war da jetzt erstmal nichts Interessantes mehr drin. Mehr kann ich da jetzt nicht großartig rumfriemeln. Na, wird dann schon passen, denke ich mal. Sonst noch irgendwas Interessantes? Was seid ihr? Auch irgendwelche Fässer. Die sehen noch ein bisschen drapiert aus. Okay, können wir mal nicht untersuchen. Ich war noch irgendwas mit Fässern, die wir untersuchen mussten. Schrägstrich sollten. Hm. Da ist noch was. Ich klappe einfach mal alle Fässer hier ab. Ah, guck mal, hier sind auch Mechaniker am Gange. Leinöl, genau. McClellan's process was going to replace all this. Interessant. Gut, dann schauen wir uns doch mal hier drinnen um. Hübsch. Brechstange. Wir können doch bestimmt hoch, oder?
latitude 24 degrees 15 minutes north, longitude 76 degrees 0 minutes west. Okay, und hier noch? Ah, können wir es dann wahrscheinlich eingeben. 76 degrees west. 24 degrees 15 minutes north. Ja. Ja, Bahamas halt. Somebody's already got their maiden flight planned. Okidoki. He's probably done tinkering with that camera by now. Gut, dann haben wir hier wahrscheinlich alles abgefrühstückt. Okay. What do you think? Let's see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera by now. Cool, du hast dich, glaube ich, festgebackt hier, oder? Kann das sein? Ah, nicht ganz. Hat schon die Befürchtung, dass wir jetzt nicht mehr rauskommen. Gut, passt ja auch ganz gut von der Zeit. Die Folge ist beendet. Dann gehen wir uns mal noch zum Auto. Scheint uns ja niemand großartig aufhalten zu wollen. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy for it. Ja, endlich mal ein Partner, der zu uns steht. Okay, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.